Willkommen zu einer weiteren Starterdeck-Review. Und bevor wir beginnen, möchte ich zwei Sachen ansprechen. Zum einen habe ich mal geguckt, wie viele Starterdecks es eigentlich gibt. Und ich bin auf 18 Stück gekommen insgesamt. Es gibt noch ein weiteres mit Pendelmonstern, aber das ist noch nicht in Deutschland raus. Dementsprechend kann ich euch das noch nicht vorstellen. Und zum anderen habe ich noch etwas für euch gefunden. Und zwar muss ich die Deckliste gar nicht in die Videobeschreibung schreiben, denn ich habe eine Seite gefunden, wo man die Kartenlisten nachlesen kann. Und verlinkt die euch einfach. So, da nehme ich eigentlich auch meine Decklisten her von diesen alten Decks, damit ich sie euch vorstellen kann. Und die scheint recht zuverlässig zu sein. Deswegen schaut einfach dran vorbei. Es ist ein Yu-Gi-Oh! Wiki. Ja, ich würde sagen, wir starten. Ich habe heute das Starterdeck Kaiba. Das ist das dritte Starterdeck überhaupt. Und ja, das letzte Mal hatten wir Yugi und es kommt auch noch Joey und Pegasus. Recht interessante Decks alles und wir schauen uns jetzt einfach mal das von Kaiba an. Wir machen es wie immer, wir gehen erst die Karten durch, dann gucken wir, was die so können, bewerten sie auch ein bisschen und dann kommt ein Replay gegen einen Random-Gegner, danach ein Replay gegen das Deck von Yugi, was ich denke ich recht interessant finde, dieses Duell. Da freue ich mich schon drauf, das zu machen. Und dann eine eine Bewertung von dem Deck nochmal, ein Fazit. So, jede Karte ist wieder einmal drin, wie es bisher üblich war. Und wir haben insgesamt 46 Karten im Main Deck, davon 28 Monster, was etwas viel ist. Einmal bläuliger weißer Drache, dann Vollstrecker, Schwertkämpfer, Gyya, Kuteno, Megami, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Wilder Kaiser, mystischer Genderlampe, Kampfochse, Ryokishi in Macht, Höllenwesenpuppe, roter Totenkopfvogel, Koji Kotsi, Kumori-Drache, mystischer Clown, Zerstörer-Golem, Urabi, mystischer Reiter, Drachenmensch, dunkler Terror-Titan, schwarzer Schattenoger, schrecklicher Terror, dunkler Angreifer, Meister und Experte, Ryukishin, unbekannter Krieger der Unterwelt, Herr der Drachen, mysteriöser Puppenspieler, böses Wurmgeheuer, Fallenmeister. Und dann haben wir noch 11 Zauberkarten, einmal uraltes Teleskop, Fluchzerstörer, Drachenrufflöte, Falle entfernen, schwarzes Dorf, Spalt, unerfahrener Spion, Wiedergeburt, dunkle Energie, Kräftigung und Sogen. Und 7 Fallenkarten, nämlich Fallgrube, Verstärkungen, gerechte Nachspeisen, dann Burgmauern, Falle umkehren, 2 Klauenangriff und noch das letzte Angebot. So, zunächst mal zu den Tributmonstern in diesem Deck. Ich muss sagen, die Tributmonster in diesem Deck sind gar nicht mal so schlimm. Wir haben hier 1800er Monster, was ich persönlich nicht gut finde als Tributmonster, da es schon 1800er mit 4 Sternen gibt, die man ohne Tribut beschwören kann, wie zum Beispiel den Mystischen in der Lampe, der vielleicht eine der besten Karten im Deck ist. Insgesamt sind die Angriffspunkte der Stufe 4er und darunter gar nicht so übel. Bis zu Urabi haben alle 1500 oder mehr. Und das ist schon echt gut, also es sind viele starke Monster dabei. Aber alles, was nach Urabi kommt, ist richtiger Schrott eigentlich, nämlich nur 1300 bis 1000. Diese Monster sind meiner Meinung nach eigentlich komplett überflüssig in dem Deck, weil sie eigentlich gar nichts können, sage ich mal. Und es ist auch, soweit ich weiß, kein Drache dabei. Genau. Man kann sie noch noch verstärken hier mit diesen Karten und so. Dazu später mehr, aber trotzdem. Also nach Urabi sind die Karten nicht mehr so gut brauchbar, wie ich finde. Wilder Kaiser und Gyakeno Megami finde ich jetzt auch nicht der Hammer, da sie nur sehr wenig Angriff haben. Megami kann wenigstens noch ein bisschen in die Verteidigung was, aber Wilder Kaiser kann da auch nicht viel, deswegen sind die beiden Karten nicht so meins. Schwertkämpfer erinnert eher an den Drachenfluch von Yugi. Kann man sich streiten, ob das gut ist. 2000 Angriff ist aber, denke ich, okay für ein Tribut in dieser alten Zeit. Und Vollstrecker mit 2200 kann sich eigentlich schon sehen lassen. Kommt aber keine Karte hier wirklich an den herbeigerufenen Totenkopf ran, wie ich finde. Aber der bläugige weiße Drache, hier in der Klassikversion habe ich ausgesucht für uns. Es gibt ja mehrere Auflagen vom weißen Drache mittlerweile mit verschiedenen Kartenbildern. So war er damals, soweit ich weiß, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und diese Karte ist halt damals eine der stärksten Karten gewesen. Braucht zwar 2 Tribute, aber 3000 Angriff, das ist echt viel. Dementsprechend diese Karte ist wohl die mächtigste im Deck und auch halt die Karte, die halt ganz oben liegt, wenn man das Deck kaufen würde, also ja, quasi der Anführer vom Deck. So, Herr der Drachen ist, wie ich finde, eigentlich ziemlich cool. Monster von Typ Drache auf dem Spielfeld können nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden. Ich denke, dass man damit ziemlich coole Drachen-Fun-Decks bauen könnte, auch heutzutage noch.
In Verbindung mit der Drachenrufflotte ist das eigentlich ziemlich geil. Beschwöre bis zu zwei Monster von Typ Drache Spezialbeschwörung von deiner Hand. Es muss ein Herr der Drachen auf dem Spielfeld liegen, um diesen Effekt aktivieren und auszulösen. Dementsprechend kann man mit Drachenrufflöte, wenn man Herr der Drachen draußen hat, aus der Hand einfach Bläuliger, Weißer Drache und Komori-Drache zum Beispiel Spezialbeschwören. Und ganz im Ernst, damals war das, glaube ich, ein vernichtender Zug, wenn man das hinbekommen hat. Ich denke, dass es die beste Kombi ist, die dieses Deck aufweist. Auf jeden Fall eine sehr geile Kombi. Mysteriöser Puppenspieler. Damit kriegt man jedes Mal 500 Lebenspunkte dazu, wenn irgendeiner was beschwört, wenn man den draußen hat. Ich sag mal so, insgesamt wird er wahrscheinlich so 1500 bis 2000 Lebenspunkte generieren, bevor er stirbt in beiden alten Duellen. Sofern er nicht direkt überrannt wird, dementsprechend ist das hier eigentlich gar nicht so übel. Böses Wurmungeheuer ist wohl die schlechteste Karte im Deck. Das ist so grausam schlecht. Wobei, nee, es gibt noch eine Karte, die schlechter ist, aber die ist wenigstens kein Monster. Diese Karte erhältst du am Ende des Spiels wirklich zurück auf die Hand. Das ist ein gefaktes Spirit-Monster ohne Effekte. Mit keinerlei Zusammenhang vom Restkarten. Diese Karte ist absolut unterirdisch grausam schlecht. Fallenmeister zerstört eine Fallenkarte auf dem Spielfeld. Wenn es eine verdeckte Karte war, dann muss man gucken, ob es eine Fallenkarte ist. Wenn nicht, dann legt man sie wieder zurück. Wenn doch, wird sie ebenfalls zerstört. Ja, ein bisschen schlechter mystischer Raumtyphon-Effekt mit Flip. Gibt es heutzutage tausendmal besseres. Damals war vielleicht noch okay. Dann uraltes Teleskop. Schau dir die obersten 5 Karten deines Decks eines Gegners an. Lege die Karten in derselben Reihenfolge zurück auf das Deck. Finde ich extrem unnötig. Wenn man wenigstens die Reihenfolge verändern könnte, würde diese Karte wenigstens ein bisschen Sinn machen. So ist sie absolut überflüssig und scheiße. Man kann zwar etwa vorhersehen, was der Gegner dann in den nächsten Runden macht, aber verhindern tut man damit gar nichts. Dementsprechend kann man es auch einfach auf sich zukommen lassen, wie ich finde. Ist extrem unnötig, diese Karte. Fluchzerstörer ist dasselbe wie der Fallenmeister, nur mit Zauberkarten. Ist halt eine Zauberkarte. Drachenrufflöte. Habe ich eben schon erwähnt, die Kombi mit dem Herr der Drachen ist richtig gut eigentlich sogar. Gerade weil die ja nicht durch Zauber- und Fallenkarten dann, oder überhaupt von Karteneffekten genau, beeinflusst werden können, diese Drachen. Ihr müsst aber aufpassen, Raigeki oder so kann die Drachen dann trotzdem zerstören, weil die nicht als Ziel wählt. So, dann haben wir Falle entfernen, die ich schon in den letzten Decks kritisiert habe. Zerstöre eine Fallenkarte, die offen auf dem Spielfeld liegt. Heutzutage wäre das deutlich besser als damals, denn damals gab es noch keine wirklich mächtigen, dauerhaften Fallenkarten. Es gab zwar so Sachen wie letztes Angebot, aber dafür eine Falle entfernen ist Deck zu tun. Das ist unnötig, das ist richtig unnötig und schlecht. Schwarzes Loch ist auch heute noch in fast jedem Deck drin, hat auf jeden Fall seine Berechtigung, eine sehr mächtige Karte. Spalt, zerstöre ein offenes Monster, das den Gegner kontrolliert, das die niedrigste ATK hat. Wenn der Gegner nur ein Monster hat, kann man damit schon mal einen dunklen Magier oder so vernichten. Und dementsprechend ist Spalt, denke ich, damals eine der geilsten Karten gewesen. Absolut zu Recht in diesem Deck. So, da kommen wir jetzt wirklich zur schlechtesten Karte. Wobei, die ist wenigstens kein Monster. Kann man sich drüber streiten, was jetzt schlimmer ist, aber... Oh Gott. Wähle eine Karte in der Hand deines Gegners aus und sieh sie dir an. Was soll ich zu dieser Karte sagen? Der Gegner hat 5 oder 6 Karten meist in der Hand, ja? Du siehst dir eine an. Und das ist wahrscheinlich irgendein normales Monster mit 1400 ATK. Und was bringt dir das? Du weißt, dass der Gegner 1000 Monster mit 1400 ATK hat. Mehr bringt dir das nichts. Das ist so unterirdisch grausam schlecht. Ich denke, dass das eine der 3 oder 4 schlechtesten Karten in Yu-Gi-Oh! Ist. Die zumindest, wobei, nee, es gibt genug Karten, die sogar negative Effekte für einen haben. Naja, auf jeden Fall unerfahrener Spion. Nee. Rauswerfen, sofort. Ich meine, diesen 46 Karten im Deck. Nimm den einfach und zerreiß ihn und dann wirfst du ihn bitte weg, weil so kannst du das Deck deutlich besser machen ohne diese Karte. Ich hoffe, die ziehe ich nicht in den Duellen, die ich gleich machen werde. Wiedergeburt, wähle ein Monster im Friedhof eines beliebigen Spielers, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Eine sehr mächtige Karte, heutzutage verboten, auch absolut zu Recht. Und ja, in diesem Deck einmal enthalten, weil sie damals noch erlaubt war. Dunkle Energie, ein Monster von Typ Unterwälder, das mit dieser Karte ausgerüstet ist, erhöht seine ATK-DEF um 300 Punkte. Muss ich jetzt einfach mal gucken, was gibt es denn hier an Unterwäldler-Monstern. Wir könnten damit folgende Karten erhöhen. Wir könnten den mystischen Djinn der Lampe sehr stark machen, das ist auf jeden Fall schon mal nice. Ryukishin Macht könnte man damit machen. Und sonst noch was? Ja, den Ryukishin, dafür würde ich es jetzt nicht verschwenden. Den schrecklichen Terror könnte man stärker machen. Und auch den dunklen Terror-Titan. Also es gibt schon genug Monster, die dadurch supportet werden. Und auch der mystische Clown, okay. Ja. Ist auf jeden Fall eine Karte, die sich lohnt. 300 ATK ist zwar nicht gut, überwollende Hedgehog und solche Sachen sind natürlich deutlich besser gewesen, auch damals.
Dementsprechend ist dunkle Energie, naja, schwach. Kräftigung. Ein Erdemonster, das mit dieser Karte ausgerüstet ist, erhöht sein ATK um 400 Punkte und verringert seine DEF um 200 Punkte, was uns scheißegal sein kann. Ja, sehr viele Monster in diesem Deck sind Erde, dementsprechend, ja, lohnt sich das schon. Es gibt aber, wie gesagt, bessere Sachen. Sogen erhöht ihr ATK und DEF aller Monster für den Ungeheuer Krieger und Krieger um 200 Punkte. Gibt Schlechteres, gibt viel Besseres, dementsprechend, meinetwegen. Fallgrube ist damals sehr beliebt gewesen und wird auch heute, denke ich, noch ein paar Mal gespielt. Wenn der Gegner ein Monster mit 1000 oder mehr ATK als Normal- oder Flippenschwörung beschwört, wähle das Monster und zerstöre das gewählte Ziel. Damit kann man schnell mal eine Normalbeschwörung einfach verhindern halt. Verstärkungen, ein Monster wählen, 500 ATK erhöhen, Bookmauern, das ist dasselbe mit DEF und gerechte Nachspeisen. Eine Burn-Schadenkarte, interessant, dass sowas hier drin ist. Wenn ein Gegner drei Monster kontrolliert, macht man 1500 Schaden, was denke ich gar nicht so übel ist. Ist in heutigen Burn-Decks zum Beispiel im Chain-Burn drin und extrem gut. Dementsprechend ist die Karte hier, denke ich, berechtigt drin. Damals gab es, denke ich, noch nicht so gute Alternativen, dementsprechend ist das okay. Ich weiß nicht, warum eine Burn-Karte in einem normalen Deck drin ist, aber wenn sie meinen, dann solltet ihr das gerne tun. Falle umkehren, bis zur Endphase werden alle Effekte, die ATK und DEF, addieren oder subtrahieren, umgekehrt, Addition, subtrahieren jetzt. Und Subtraktion addieren jetzt stattdessen. Multiplikation und Division, einschließlich Halbieren und Verdoppeln, sind davon nicht betroffen. Damals gab es noch nicht viele Effekte, die Angriff oder Verteidigung so krass verändert haben, dass sich so eine Karte lohnen würde. Ganz im Ernst. Heutzutage vielleicht gibt es ein, zwei Decks, die extrem am Arsch wären, wenn irgendwie. Was gibt's denn da zum Beispiel, wenn Cyber Zwillingsdrache mit dieser einen Karte da seine ATK verdoppelt? Begrenzt Entferner. Und dann aktiviert man diese Karte und seine ATK sinken auf 0. Ich meine, das ist jetzt. Wobei, nee, das ist eine Verdopplung, scheiße. Ja, damals schon, ne? Gemeinsam sind wir stark zum Beispiel. Erhöht die ATK manchmal um 4000 Punkte und damit könnte man das um 4000 Punkte senken. Ist jetzt eine. Ja. Eine sehr optimistische Betrachtung. Falle umkehren ist auf jeden Fall keine gute Karte. Heutzutage nicht mehr spielen, auf keinen Fall. Aber damals war sie auch noch nicht gut, deswegen würde ich die Karte ebenfalls auswerfen, wenn ich jetzt 6 Karten entfernen dürfte. Zweiklauenangriff, wähle 2 Monster, die du kontrollierst, ein Monster, das den Gegner kontrolliert, zerstöre sie. Damals gab es noch keine viel besseren Alternativen. Man macht zwar minus 2, aber vielleicht kann man ja zumindest noch das eine Key-Monster vom Gegner vernichten. Letztes Angebot, eine der overpowersten Karten, die es gibt, so damals. Und ja, während deiner Main-Phase oder der Battle-Phase deines Gegners, du kannst 500 Life-Points zahlen. Sofort nachdem dieser Effekt ausgelöst wird, beschwöre oder setze ein Monster als Normalbeschwörung. Man kann quasi in jeder Runde so viel man je nachdem wie viele Life-Points man hat, unendlich viele Normalbeschwörungen durchführen und das ist so minimal OP. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Deck. Kombis gibt's eigentlich gar nicht so viele. Ich meine, es ist wieder mal ein recht simples Starter-Deck von ganz zu Anfang von Yu-Gi-Oh! Vielleicht noch ein bisschen fortgeschrittener als jetzt zum Beispiel die Starterbox, aber immer noch ziemlich zu Beginn. Dementsprechend gab es noch keine so mächtigen Alternativen zu den Karten, die hier drin sind. Dennoch sind Karten unter Urabi, wie ich finde, absolut unterirdisch scheiße und gehören in so ein Deck eigentlich weniger rein. In ein Starter-Deck vielleicht schon, aber in kein Deck, was man so minimal aufgebessert hat, manuell. Da fliegen solche Karten sofort raus. Zu böses Wurmungeheuer und unerfahrener Spion sage ich jetzt mal gar nichts. Die Karten sind absolut grausam. Und auf Falle umkehren gehört auf jeden Fall rausgeworfen. Ich würde sogar so weit gehen, dass die Falle entfernt rausfliegt. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Replay gegen einen Random-Gegner. So, das Duell ist gelaufen und mein Gegner war einer mit einem recht guten Utopia-Deck. Ich spiele das Ganze einfach mal ab. Ja, er legt erstmal einen mystischen Raumtelfun. Ich fühle mich erst cool mit meiner Fallgrube, greife an. Und ja, Endphase. Da hätte er mir eigentlich schon mit dem MRT meine Karte zerhauen sollen, aber egal. Macht ja auch keinen Unterschied. Er geht auf Utopia. Und ich habe schon ein riesiges Problem, weil mit dem Deck komme ich an 2500er Monster fast nicht vorbei. Aber mit Hilfe der Zauberkarten kann ich mich da nochmal retten. Utopia nehme ich mir in dem Moment nicht, weil es zerstört wird, wenn es kein Material hat und angegriffen wird. Deswegen hätte es mir nichts gebracht. Da habe ich mir lieber noch meinen Kampfochse wieder geholt. Was ich leider nicht wusste, ist, dass er hier so eine scheiß Waffe auf der Hand hat, diese Adlerkralle. Denn damit kann ich eigentlich nichts mehr tun. Ich versuche da jetzt noch was mit letztes Angebot zu richten oder so. Da habe ich gehofft, dass ich irgendwie
das zweite Monster zerstören kann, das gerade verdeckt liegt, damit er nicht auf Topia gehen kann, aber dann hat er es doch geschafft und das war dann, ja, ein kleines Problem. Weil was soll ich jetzt schon noch schon tun? Da versuche ich noch ein paar Monster zu legen, das erste vereitelt er mir, dann mache ich es nochmal. Und da habe ich wenigstens zwei Monster draußen, aber auch das bringt mir nicht viel. Wenn er battelt, ist einer einfach weg. Er hat nur noch eins. Well, das Teleskop bringt mir da auch nicht viel. Haben wir seine obersten 5 Karten angeguckt. Wow, wie gesagt, unnötig. Und dann greift er schlau an und besiegt mich. So, da kommen wir zum Duell gegen Yugi, beziehungsweise gegen das Starterdeck Yugi. Und ich muss sagen, das Duell ist ziemlich cool gewesen. Jeder hat eigentlich ja so ungefähr das gemacht, was er so tun konnte, was sein Deck ihm erlaubt hat. Und da sind ziemlich coole Kombis entstanden. Außerdem zeigt dieses Duell, warum letztes Angebot verboten ist. Ganz einfach. Auf beiden Seiten wird nämlich letztes Angebot eine große Rolle spielen. Ich lege zuerst mal mit Kaiba hier schwarzer Schattenoger und Burgmauern. Yugi kommt mit seinem Zauberer der Verdammten und ja, ich schütze mein Monster natürlich. In dem Duell sieht man auch, dass Angriffspunkte damals sehr viel ausgemacht haben. Ich überbiete ihn hier mit 2000, greife ihn an. Wabuku hat da aber noch keinen Sinn gemacht, wie ich fand, da ich Schwarzes Loch einfach einsetzen konnte. Was ich dann aber nicht getan habe, denn ich habe mit letztes Angebot einfach mal mir herbeigerufener Totenkopf geholt und einfach so. Das zeigt noch nicht so ganz, wie OP es ist, denn gleich kommt erst das richtige Overpowered daran, wenn Kaiba es gleich einsetzen wird. Zack, und wir zerstören letztes Angebot, weil es OP genug ist, sag ich mal. Fallenmeister war damals gar nicht so schlecht, wie ich finde. Weil meistens ja eh die Fallenkarten verdeckt liegen. Ist also wie ein schwacher MLT. So. Und das erkläre ich mal eben. Ich habe gerade in der Battlephase des Gegners 2 Normalbeschwörungen machen können. Das heißt, ich habe noch ein zweites Monster dazugelegt und habe einen weißen Drache gelegt. Das in der gegnerischen Phase machen zu können, das ist schon sehr krass. Also, dass man wirklich Normalbeschwörungen in der gegnerischen Phase machen kann, das ist ein bisschen zu stark. Da habe ich Wabuku mit Yugi aktiviert. Es war Yugi aber dann im Endeffekt egal. Komm, schwarzes Loch und neues Monster gezogen, bam, und reingehauen. Ja, und da hatte Kaiba jetzt ein kleines Problem, sag ich mal. Ich habe da jetzt noch dieses unnötige Monster mal wieder gezogen, was mich ziemlich aufregt, dass es überhaupt ein Deck ist. Und Yugi hat einfach nur mit seinem Zombie-Drachen dann reingehauen, bis es vorbei war. Da konnte Kaiba nicht mehr viel tun, weil er hat keine Monster mehr gezogen. Ich finde aber, wie gesagt, auch, dass Yugis Deck deutlich stärker ist. Also, es kommt da ein bisschen auf Zaubernfallen auch an. Also ich finde, dass Yugis Deck doch schon stärker ist. Gerade mit so Karten wie Überläufern, Handkartenzerstörung hier. Yugi hat dann schon einen großen Vorteil. So, da kommen wir mal zur Bewertung. Die beiden Replays haben mir gerade eigentlich nur das bestätigt, was ich eh schon geglaubt habe. Nämlich, dass Yugis Starterdeck etwas stärker ist. Da sind mächtigere Zaubernfallenkarten drin, wie zum Beispiel Überläufer oder Kartenzerstörung. Die es einfach stärker machen. Letztes Angebot ist auch hier wieder eine sehr mächtige Karte, genauso wie Wiedergeburt und Schwarzes Loch. Blauiger Weißer Drache ist sehr mächtig und auch die Kombo mit Herr der Drachen und Drachenhofflöte. Problem ist nur, dass man beide Karten ziehen muss, was echt unwahrscheinlich ist und da muss man auch noch Drachen auf der Hand haben. Dementsprechend ist die Kombi eigentlich in diesem Deck fast nicht zu verführen, aber sie ist immerhin möglich und ich meine, das ist ein Starterdeck, man soll ja dann sich noch mehr von diesen Karten holen, extern, und dann das Deck aufboosten, dass man dann halt irgendwann tatsächlich mal ein richtiges Deck hat und nicht nur ein Starterdeck. Grundsätzlich finde ich das Deck trotzdem nicht schlecht. Man hat hier ziemlich viele bekannte Kaiba-Karten reingemixt und insgesamt ist es ja auch nicht schwach, sage ich mal. Ich meine, wir hatten gegen den Utopia-Typen schon eine Chance, zwar nur eine sehr geringe, aber immerhin eine Chance. Als er dann natürlich seinen Utopia mit 4500 ATK draußen hat, haben wir instant verloren gehabt, aber ich sag mal, bevor der Gegner sich dann was Großes aufbaut, wenn es so am Anfang des Duells sich noch handelt, hat das Deck echt noch eine Möglichkeit, zumindest ein bisschen mitzumischen und wenigstens ein bisschen Damage reinzuhauen. Dementsprechend finde ich das Deck absolut in Ordnung. Wie gesagt, ich hatte diese 4 Decks von Yugi, Kaiba, Joey und Pegasus als Kind und Kaibas Deck fand ich persönlich am zweitbesten, also am zweitcoolsten irgendwie. Das lag aber hauptsächlich am weißen Drachen. Den habe ich aber damals irgendwann mal getauscht und das hab mich dann noch im Nachhinein geärgert. Erinnere ich mich gerade so dran. Naja, ich würde sagen, das war's mit dem Deck-Review. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, würde mich sehr freuen. Beim nächsten Mal schauen wir uns das Starterdeck von Joey an.